Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, Fernbus-Simulator, dem Reisebus-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, wir sind nach wie vor unterwegs hier in Düsseldorf und werden heute nach Köln rüberfahren, über Gladbach, ne, und dann nach Köln und haben schon mal die Fahrgäste hier soweit eingesammelt und ich würde sagen, wir starten mal die Zündung, starten den Bus. Machen die Tür zu und werden unsere Fahrt jetzt beginnen. Ich gucke mal, ob ich hier soweit alles eingeschaltet habe. Ist aktiv, ist aktiv, ist aktiv. Die Klimaanlage schalten wir natürlich auch noch ein. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Bremspedal durchdrücken und wir starten. So. Auf geht's wieder hier mit der beliebten Reisebus-Simulation. Ja, die letzten Folgen haben euch auf jeden Fall gefallen, beziehungsweise die letzte Folge hierzu. Und auch die Folge mit dem jeweiligen... Huch, ja. Das war's dann wieder komplett. Fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Mit dem Tourist Bus Simulator. Aber heute sind wir mal wieder mit dem Neoplan Skyliner hier unterwegs. Nach Köln. Und werden unsere Fahrt hier antreten und hoffe ich pünktlich bestehen. Und jetzt haben wir hier wieder Stau. Oh nee. Da habt ihr mir auch Tipps gegeben, wie man das auflöst. Einfach nochmal neu laden. Aber das habe ich jetzt gerade schon dreimal gemacht und ich bin irgendwie immer zu langsam losgefahren. Und das ist irgendwie noch so ein kleines Problem. Wobei, guck mal, der könnte eigentlich hier links fahren, ne? Aber macht er nicht, weil das jetzt gleich geht. Aber er müsste sich jetzt gleich auflösen. Beziehungsweise es kommen wieder hier die anderen Fahrzeuge. Die parken dem wieder zu. Wobei, das müsste jetzt, glaube ich, gleich aufgelöst werden. Wir gucken mal. Aber da haben wir noch den Linksabbieger. Und das ist auf jeden Fall gar nicht so... Ah, jetzt. Jetzt löst sich das auf. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Und ich dachte mir, okay, wir nehmen mal hier so ein neues Repaint. Das fand ich jetzt ganz schick hier. Ne, habe ich aus der Steam Community Hub hier. Und habe das da runtergeladen. Ist kostenlos. Und jetzt haben wir hier den Salat. Denn die Leute kommen jetzt hier wieder nicht weiter. Und es geht wieder gar nichts. Ist manchmal echt tricky hier, ne? Manchmal echt zum Mäusemelken. Denn nämlich jetzt haben wir grün. Der da vorne kann wieder nicht abbiegen. Jetzt wird da gleich wieder grün. Dann fahren die anderen Fahrzeuge wieder lang. Wir gucken mal, ob ich jetzt mal hier so einen kleinen... Oh, guck mal, es gibt Nebel hier. Was ist denn jetzt los? So, wir werden jetzt mal einen kleinen Verkehrspolizisten spielen hier. Und den jetzt mal einfach nicht vorbeilassen. Ach, guck mal, zieht sich mal ganz schön zu hier. So, ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Der wird mich zwar anhupen, aber vielleicht kriegen wir den jetzt da vorne weg. Guck mal. Ah, Verkehrspolizist hier. So, jetzt können wir die auch vorbei. So, ne? Wir kommen zurück zum Verkehrspolizeisimulator. Ne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So, jetzt haben wir das. Ist die Ampel gleich rot? Wir warten kurz, bis die Ampel gleich rot ist. Nämlich dann können wir nämlich gleich weiterfahren. So, jetzt wird die Ampel rot. Jetzt bleiben hier alle stehen. Jetzt können wir schnell zum Bus rüberlaufen. Und können nämlich hier weiterfahren. Ohne... Ha! Trick 17 hier. Hör mal. So, schnell rein hier. Ja, wir machen die Tür schon zu. So, ja, die ist doch zu. Machen wir gleich. Warten Sie. So, Trick ist... Ja, warten Sie. Wir machen die Tür mal zu hier. So, und jetzt können wir weiterfahren. Und haben das Problem gelöst, ne? Es war ganz schön nebelig hier, ne? Hör mal. So, wir machen ein bisschen Licht an hier. Wir sehen nämlich gar nichts. Aber so kann man das Problem lösen, ne? Indem man halt ein bisschen quasi für Ordnung selber sorgt, ne? Oh. Das mit dem Nebel, das ist aber auch ganz schön heftig hier. Und bremsen muss man hier. Boah, guck mal hier, was das für eine Suppe ist, Leute. Das ist ja richtig heftig. Fahren wir mal weiter hier. Aber da siehst du ja die Hand vor Augen nicht. Ich habe natürlich wieder hier dynamisches Wetter angestellt. Und schon hat sich die Brühe hier zugezogen.
Und man kann die echt schlecht sehen, ne? Oh, jetzt ein Kreisverkehr. Muss man mal aufpassen. Nicht, dass da noch einer rauskommt. Ja, ja, aber das mit dem, sagen wir mal, Fahrzeuge blockieren, um so den Fahrtweg frei zu bekommen, liegt natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Der andere Trick wäre, das hattet ihr auch in den letzten Kommentaren geschrieben, einfach den Spielstand neu laden. Ich habe den jetzt dreimal neu geladen und hatte dann irgendwann die Faxen dicke. Dachte mir, okay, versuch's es mal und regelst den Verkehr selber. Den selbst ist der Busfahrer. Und ja, haben jetzt 30 Kilometer Fahrt hier auf dem Weg nach Mönchengladbach. Und da geht's dann rüber nach Köln. Haben jetzt nicht so viel Zeit verloren und sind, wie gesagt, mit dem Neoplan Skyliner unterwegs. Ja, ansonsten wird es auch bald zeitnah ein paar neue Dinge geben. Es wird auf jeden Fall ein kostenloses DLC kommen, was ja so ein bisschen hier alles um das sogenannte Mittelrheintal beinhaltet. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich denke mal, das wird als erstes kommen. Und ansonsten werden dann irgendwann auch noch die Busse kommen. Sprich, die MAN Intercity Busse. So ein Überlandbus. Und dann, so Gott will, das wird noch ein bisschen länger dauern wahrscheinlich, das sogenannte, ja, Frankreich DLC. Da freue ich mich richtig drauf. Und genau wie auch auf dem Bus und auch auf das kostenlose DLC, was ich auch sehr, sehr toll finde, dass es auch nach wie vor hier im Fernbus-Simulator immer noch kostenlose DLCs gibt. Ne, neben ganz vielen Sachen, die hier mittlerweile schon angepasst wurden, wie Fahrphysik, dann natürlich auch zum Rennsteig hoch, das kostenlose Rennsteig-DLC, was ja auch für alle verfügbar war. Und es wird auch fleißig weiter mit dran gearbeitet hier an dem Ganzen. Wir sind schon in Mönchengladbach. Und im nächsten Jahr dürfen wir dann das dritte Spiel begrüßen, wo wir dann auch alle Busse, die wir bereits gekauft haben, ne, wenn wir sie schon haben, auch verwenden können. Und zwar The Bus. Das kommt dann im nächsten Jahr. Da bin ich auch mal gespannt. Und da freue ich mich drauf wie ein Flitzebogen. So, der Nebel verzieht sich immer noch nicht. Wir sind jetzt gleich hier am ersten Halt. Wir sehen die Hand vor lauter Nebel nicht. Eigentlich im Wald vor lauter Bäumen, aber den Spruch fand ich jetzt eher suboptimal. So, 11 Kilometer noch, dann haben wir das erste Ziel erreicht. Sind zwar schon in der Stadt drin, aber die Stadt ist ein bisschen größer. Ein bisschen links. Und mal hier. Da biegen wir ab. Bremsen! So. Da haben wir nochmal Glück gehabt und wir quetschen uns jetzt einfach mal hier zwischen. In der Hoffnung, dass sie uns hier durchlassen. Der Bus hat Vorfahrt. So. Das meintet ihr, ne? Der Bremsweg hat sich auf jeden Fall ordentlich verlängert. Man muss hier ganz schön reinlatschen, damit man hier überhaupt bremsen kann. Das hatte ich jetzt gerade ein wenig unterschätzt. So, wir fahren jetzt mal hier rum. So, haben natürlich gekonnt. Hier überholt. Haben keinen Unfall gebaut. Oh, die Polizei, ja. Die konnte es nicht sehen, weil der Nebel hier so dicht war. Da haben wir mal Glück gehabt, dass es nicht geahndet wurde. Aber das ist schon echt heftig hier mit dem Nebel. Vor allem, dass das tagsüber so diesig ist, ne? Kennt man ja manchmal. Und damit er hier richtig bremst, muss man richtig schön in der Eisen gehen. So, wir haben mal wieder ein bisschen Verspätung, aber das hat eher damit zu tun, dass wir in
in Düsseldorf ein bisschen später losgefahren sind und jetzt damit ein wenig zu kämpfen haben. Wir müssen gleich links rum hier. Kollegen wollen auch alle links. Da ist schon ein bisschen Stau oder whatever, was wir da haben. Warum fährt er denn nicht hier aus Kassel? Der Jute. So, fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Der lässt uns. Vielen Dank. Nette Leute hier, auf jeden Fall in Mönchengladbach. Lassen uns hier alle, aber hier wieder nicht, ne? Guck mal, wer versperrt den Weg hier? Die Polizei, ne? Man kennt sie. So. Ja, fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie jetzt hier. Was macht denn die Polizei jetzt hier? Ich dachte, das ist ja Freund und Helfer hier. Oh, wow. Das hat die Polizei ja wunderbar geschafft. Also lässt er uns jetzt hier rein? Ja, der lässt uns rein. Sehr gut. Haben uns mal wieder ein bisschen vorgedrängelt. Ich hoffe, das passt hier, ne? Gehen wir kurz hier. Ja, es passt. Sehr gut. So. Da ist der Haltepunkt. Da fahren wir jetzt hin. Ach, wir sehen ja echt nichts hier, ey. So. Da sammeln wir wieder Fahrgäste ein und lassen auch welche raus. Mönchengladbach haben wir jetzt auch freigeschaltet. So. Guten Tag. Mahlzeit. Können gleich mitfahren hier. Ich mach mal hier die kleinen Luken einmal auf. Packen Sie euch alles rein hier. So. Moin. Dann würde ich sagen, ich bin hier richtig. Natürlich sind Sie richtig. So. Ciao, fahren Sie in meine Richtung? Cool. Ja, rein zufällig. Salut, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Cool. Ja, finde ich auch cool. Fahren Sie in meine Richtung? Sehr ja. Freundlich. Weiter geht's, die junge Dame. Das Ticket, bitteschön. Dankeschön. Sehr freundlich. Hi, das Ticket. Bitte, cool. Danke. Mahlzeit, hier, mein Ticket. Dankeschön. Mahlzeit, mein Ticket. Danke. Dankeschön. Sie wollen eins kaufen, ne? Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Ja, kein Thema. 326,38 €. Bitteschön. Danke sehr. Huch, ich bin jetzt erschrocken. Moin. Hier. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Auf so. Geht's. Dankeschön. Guten Tag, fahren Sie in meine Ruhe. Ja, fährt er. Hallo, hier, mein Ticket. Danke. Ja, dankeschön. So, ich würde sagen, wir haben alle eingepackt und werden uns mal jetzt durch den Nebel des Grauens. Wir haben heute Freitag den 13., Leute, ne? Das passt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt war, aber eigentlich nicht, ne? Vielleicht kommt gleich hier der Axtmörder oder. Nein. Kommt nicht rum. So. Machen wir mal alles zu hier. Wir gucken einfach mal, ob wir hier auch jetzt hier alle Luken geschlossen haben. Nicht, dass er wieder rumfängt zu piepen oder so. So, dann würde ich sagen, Rückwärtsgang rein. Feststellbremse lösen. Fahren wir mal ein Stück zurück hier. Ich glaube, hier können wir einmal rumfahren, ne? Ich glaube, mir war da so. So. Ja, auf jeden Fall Freitag der 13. Ist nicht schlecht hier. Gutes Szenario. Ich habe die Folge leider am gestrigen Tag aufgenommen, deswegen passt das einfach nicht. Aber ich finde es trotzdem lustig. Der Nebel des Grauens. So. Wir kommen jetzt einmal rum. Wir müssen natürlich immer die Fahrt starten. Brauchen wir gar nicht. Hat er schon. Wow. So, dann einmal hier. Und einmal links rum. Da geht es dann Richtung Köln jetzt. Da werden wir ein bisschen Autobahn wieder. Ach, guck mal, das sind alle so nette Leute hier. Außer er hier, ne? Der Raser wieder hier mit seinem Phöton hier. Oder mit seinem Touareg ist das eher, ne? So, hier müssen wir uns einmal gucken. Das passt doch alles wunderbar hier.
Oh, Kopfsteinpflaster. Ach, aus Braunschweig kommt der nette Mann. Ja, ja, werde ich mir merken. So, 105 Kilometer haben wir noch. Das heißt, da werden wir bei der Suppe hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiterfahren. Dass die Kamera da immer so wegspringt, ne? So. Da geht's Richtung Autobahn. Die Briefpost. Ach, guck mal, ein Starbucks. Eine Bücherei haben wir auch noch. Was haben wir da noch? Ach, Game Over. Naja, dann. Und der gute Rebecca ist, glaube ich, da vorne. Nee, Pexa war das. Nee, Gamebucks war das hier, genau. Gamebucks Coffee. Ach, guck mal, jetzt regnet es auch noch. So, fehlt nur noch, dass irgendwelche... Das ist ja richtiges... Schreckliches Wetter. So. Weiter geht's. Ist ja richtig hier. Graupelschauer und hast du nicht gesehen. Gehen wir ein bisschen schneller hier. Geben wir ein bisschen Gas hier mit dem Bus. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ja. Wie gut, dass wir rechtzeitig bremsen konnten. Verdammt. Verlängerter Bremsweg, das meintet ihr. Ich dachte, fährst mal ein bisschen zügiger. Prompt, bumm, macht's. Toll. So. Da müssen wir echt aufpassen. Jetzt gleich hier auch, wegen Stauende und sowas. Das hat der ein oder andere von euch ja auch geschrieben, dass man da wirklich aufpassen muss. Waren wir echt ein bisschen zu zügig unterwegs. Verdammt. Mist. Ihr wisst ja, ich ärgere mich da immer. Ach, guck mal, wie cool das aussieht jetzt. Jetzt perlt das wieder hier so ab. Weil der Nebel verzieht sich. Das ist schon mal positiv. Heißt, wir sehen auf jeden Fall schon mal mehr. Mal sehr klasse. Es löst sich so ein bisschen auf hier. Komm, der 5er BMW lässt uns mal durch hier, ne? So, hier geht's jetzt, glaube ich, auf die Autobahn. Jo. Die Sonne kommt auch wieder raus. Können wir mal ein bisschen hier den Scheibenwischer mal nicht mehr so auf so hoch drehen. Oh, es gewittert aber ganz schön. Ist aber echt eines Freitag, den 13. hier würdig, das Wetter. Es klärt zwar auf, aber es blitzt immer noch ganz schön ordentlich. Die Fahrbahn, die ist ganz schön am Reflektieren hier. So, jetzt können wir erstmal Gas geben hier. 95 Kilometer haben wir noch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Fahrt noch vor uns. Um dann hier auch letztendlich an unser Ziel zu kommen. Wo wir auf jeden Fall aber auch aufmerksam sein müssen. Nicht so wie gerade eben. Dass wir das dann auch heile schaffen, ne? Was ein heftiges Gewitter. Das Auto jetzt gerade gesehen. Geisterfahrer unterwegs. Oha. Was ich auch cool finde, ist, dass hier die ganzen Repaints, die wir runterladen,
natürlich dann auch die Busse damit fahren. Das finde ich zum Beispiel auch sehr klasse. Und sorgt dann natürlich auch für ein bisschen Abwechslung. Oh, hört mal das Gewitter. Das ist ja echt heftig. Huch. Da fährt er wieder richtig gerade hier. Ja, Außenkamerafahrten, da bin ich kein Spezialist für. Da gibt es andere Leute für. Was ich mir immer noch wünsche, wäre sowas wie im... Ich werde es jetzt nicht mit dem Spiel vergleichen, aber hier so eine Cinema-Kamera, ne, wo man jetzt einfach auf eine Taste drückt und dann einfach richtig schöne Screenshots machen kann. Ne, das Bild bleibt stehen, da kann man dann die Kamera positionieren. Kann dann hier noch so ein bisschen Tiefenschärfe, Unschärfe einstellen. Das wäre wirklich mega. Da könnte man richtig coole Screenshots machen. So wie im ETS. Und das wäre auf jeden Fall echt eine coole Sache, denke ich. Aber was nicht ist, kann er vielleicht noch werden, ne? Mal gucken. So, wir sind angekommen in Köln und fahren gerade hier rein und haben die Fahrt einigermaßen gut überstanden. Wir haben jetzt einen kleinen Cut gemacht, wie ihr gemerkt habt. Ich wollte jetzt nicht die ganze Autobahnfahrt mitnehmen. Wir werden uns auf jeden Fall noch die letzten paar Meter jetzt hier noch mal ein bisschen mit dem Wetter rumschlagen. Und wir müssen einmal hier links rum, merke ich gerade. Ich hoffe, der lässt uns hier. Ach, Kollege, lass uns doch mal durch hier. So, die Polizei lässt uns. Unser Freund und Helfer. Sehr gut. Aber jetzt haben wir wieder rot. Und dann warten wir einfach mal hier ein bisschen. Gucken uns noch mal ein bisschen hier die Umgebung an. Es ist immer noch feinstes Gewitter. Und da seht ihr schon den Kölner Dom. Wir fahren da sogar gleich vorbei. Upsa. Ah, das war mein Stuhl. Großes Sorry dafür. Für den großen Lärm. Aber da ist meine Armlehne wieder nach vorne gekommen. Mist. Die verschiebt sich manchmal hier, weil ich mich hier so drauf setze, mich so ein bisschen abstütze. Und ja, auf einmal, zack, rutscht sie weg. Apropos rutschen, also auf der Fahrt hierhin, habe ich echt gemerkt, ne, das, was der Manfred auch schon gesagt hat, dass das hier echt manchmal schwierig ist, hier mit der Bremsbalance. Das ist in der Tat so. Da muss man wirklich aufpassen. Und die Bremsbalance stellt ja am besten, zum Beispiel, wenn ihr ein Logitech-Gerät habt, in eurem Profil ein, dass ihr da noch ein bisschen sensibler einstellt. Oder beispielsweise einfach ein bisschen früher bremsen, ne? So wie jetzt hier. Einfach rechtzeitig vom Gas runter. Wir müssen jetzt hier links. So. Das Super Q Center. Wer kennt es nicht? Das große Einkaufszentrum in Köln. So, wir müssen jetzt hier links rum. Von der Beschleunigung her ist das manchmal echt schwierig, aber wir bekommen das hin. Wir schaffen das.
müssen auf jeden Fall zeitig bremsen. Vielleicht hört es ja gleich nur auf zu regnen. Mal, da ist der Dom. Können wir eigentlich ein cooles Bild machen, ne? Eigentlich. Und uneigentlich. So. Auch ein cooles Bild. So, jetzt fahren wir hier unter der Brücke drunter. Und da haben schon wieder Rot. Es hört auf zu regnen, Leute. Wow. Guck mal. Kein Regen mehr. Habe ich doch gesagt. Es klärt auf, sofern wir in Köln sind. Wunderbar. Das heißt, wir haben Nebel, wir haben schweres Gewitter, Regenschauer. Haben wir alles heute durchlebt. Und jetzt haben wir noch ein bisschen schönes Wetter hier, wo wir in Köln sind. Kann ich gerade ein bisschen in die City laufen hier. Und ein bisschen shoppen gehen. Haben auch jetzt noch ein Stück Fahrt vor uns. Die wir dann auf jeden Fall auch gleich bewerkstelligt haben. Und dann mal gucken, wann es die nächste Folge gibt. Und in der nächsten Woche gibt es auf jeden Fall ja, wieder eine Runde Tourist Bus Simulator, sofern ich den Fehlerlog gefixt habe. Mit der Mission. Ich werde mir das nochmal in Ruhe anschauen. Und dann auch mal eure Tipps und Tricks da nochmal so ein bisschen anwenden. Aber in Köln ist immer echt viel Verkehr, ne? Wie gerade schon in Düsseldorf, wo ich ja mich zu Beginn als Verkehrspolizist so ein bisschen empfohlen habe hier. So, hier ist der Köln Hauptbahnhof, so wie das aussieht, ne? Da ist er. Direkt am Dom, würde ich sagen. So, und hier müssen wir auf jeden Fall zeitig bremsen. Ihr seht schon. Da ist nämlich der Dom. Das ist ein cooles Bild. Ha! Ganz viele Fotos wieder gemacht hier. Als Fototourist ist er wieder unterwegs hier. Fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Sonst kommt sogar die Sonne raus hier. Das ist ja schön. Fahren wir jetzt hier mal vorbei. Flackern aber leicht hier die Texturen. Das sieht nicht gesund aus. Dann müssen wir mal hier rechts rum. Oh, da muss ich ja mal jetzt richtig reinlatschen. Damit ich hier rechtzeitig zum Stehen komme. So, fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Ich komme jetzt noch bei der Ampelphase rüber. Aber ich denke mal schon. Jo, das sieht gut aus. Das ist grün. Ihr habt es genau gesehen, dass das grün war. So, einmal rum hier. Dann geht es jetzt hier im Kreisverkehr einmal rum. Einmal hier direkt raus. Auf der Rückseite vom Bahnhof und vom Dom. So, hier ist der König der Löwen. Kann man sich angucken, das schöne Musical. Und dann haben wir unsere Fahrt gleich absolviert. Bei strahlendem Sonnenschein sind wir dann jetzt hier angekommen in Köln.
Haben jetzt auch Köln freigeschaltet. Und machen soweit mal alles auf hier. Lassen die Fahrgäste aussteigen. Und lassen die hier soweit ihre Sachen rauspacken. Und ich würde sagen, Leute, das war's erstmal wieder mit einer Folge vom Fernbus-Simulator, dem Reisebus-Simulator. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ich denke mal, zu lachen gab es wieder reichlich. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin, ne? Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.